Hier steht eine Differentialgleichung erster Ordnung. Y' ist gleich zweimal die Wurzel aus y-Betrag. Jetzt machen wir daraus noch ein Anfangswertproblem, indem wir sagen, y von 0 soll 0 sein. Solche Anfangswertprobleme hatten wir schon öfter. Und ich gebe Ihnen auch eine Lösung an für dieses Anfangswertproblem. Und zwar löst die Funktion y von x gleich 0 für alle x kleiner gleich 1 und x minus 1 ins Quadrat für alle x größer 1, die löst die Differentialgleichung. Ich male die mal auf, die Funktion. Wie sieht die aus? Wenn hier x ist und hier vielleicht 1, dann sieht das so aus. Die kommt hier konstant 0, kommt die hier angelaufen und dann bei 1 geht sie hier mit so einem Parabel nach oben. Das ist wunderschön stetig und differenzierbar zusammengesetzt hier. Die Ableitung dieses Parabeläste hier hatte da unten auch gerade Steigung 0, wo wir ankommen. Das ist eine Lösung dieser Differentialgleichung. Können Sie auch gucken, dass das wirklich eine Lösung ist. Schauen Sie einfach mal links von der 1 und rechts von der 1 separat und setzen das da oben ein. Auf der linken Seite müssen Sie ableiten, auf der rechten Seite so eine Wurzel ziehen und dann sehen Sie, das löst die Differentialgleichung. Die Anfangsbedingung erfüllt es auch. Jetzt Aufgabe an Sie. Gucken Sie, ob Sie weitere Lösungen für diese Differentialgleichung mit dieser Anfangsbedingung finden. Also gucken Sie, ob Sie weitere Lösungen für dieses Anfangswertproblem finden. Denn das ist ja das, was wir nicht erwarten. Wir würden erwarten, dass das Anfangswertproblem eine eindeutige Lösung hat. Wenn Sie weitere Lösungen finden, haben wir irgendein Problem, über das wir nachdenken müssen.